Neuer Tag, neue Challenge. Dieses Mal gilt es, Gas zu geben. Und zwar nicht nur im Viereck, sondern auch mal auf ganz anderem Terrain. Und dafür treffe ich mich mit Isabel Wert. Isabel, wie oft fährst du denn den guten Cent? Selten. Ich sitze mehr auf dem Pferd, aber ich hoffe, dass ich ihn gut bedienen kann. Lass uns mal loslegen. Ja, gerne. Noch nicht! Tja, ich habe alles gegeben. Du hast aber sogar leicht in Kauf genommen. Also herzlichen Glückwunsch. Bisschen gebeult, aber wir beulen es wieder aus. Hallo Isabel, was ist deine Lieblingsfarbe? Grün. Warum? Weil es die Farbe der Hoffnung ist und weil es die Farbe der Natur ist. Welche Musik hörst du gerade am liebsten? Im Moment meine Kürmusik. Dein größter Erfolg? Ich habe ja das Glück gehabt, ein paar zu haben, aber es war sicherlich Atlanta 96 und die Weltmeisterschaft in Aachen 2006. Von allen 5 Weltmeisterschaften, an denen du teilgenommen hast, welche ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? Ohne Wenn und Aber 2006 Aachen, die bis jetzt das wirklich großartigste Championat, was wir je im Reitsport hatten. Dein Lieblingsfach in der Schule? Sport und Religion. Warum? Sport, ja, weil ich sportlich war und das hat mich nicht angestrengt. Das fand ich immer sehr gut und hat mir Spaß gemacht. Und Religion, weil ich die, erstens habe ich einen guten Draht zum lieben Gott und ich habe mich auch immer gerne über Religion und über die Themen da unterhalten. Deine größte Schlappe in der Schule? Doch, Schlappe. Vielleicht der erste blaue Brief. Danach haben sich meine Eltern daran gewöhnt und wussten, dass ich durchkomme und dann ging es weiter. Was bringt dich so richtig auf die Palme? Ungerechtigkeit und Unfairness. Und wie bringst du Leute auf die Palme? Ja, da musst du die Leute fragen. Es wird bestimmt ein paar Gründe geben. Mach mal ein total ernstes Gesicht. Naja, jetzt ist das schwierig zu. Mach mal eine typische Handbewegung, die du jeden Tag machst. Typische Handbewegung? Ja, eigentlich so. Zügel halten. Dankeschön. Ja, wir stehen hier jetzt ja gerade bei dem Satschmo. Erzähl uns doch mal, du hast uns von der Weltmeisterschaft in Aachen erzählt. Die war mit Satschmo, oder? Wie war das Gefühl? Aachen war großartig. Also dieses Championat war wirklich das Schönste. Die Stimmung, dieses große Stadion, wir hatten so ein bisschen, oder dieses kleine Dressurviereck in diesem riesen Stadion. Es war wie eine Oase in einem riesen Stadion. Und wir waren vor 40.000, 50.000 Leuten dort im Spezial, dann wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Anki und mir. Und dann auf der letzten Millennium, das Publikum war unwahrscheinlich, das Raunen, dieses, man merkt, es ist irgendwas ganz Besonderes möglich. Und dann auch die Flutlichtkühe, abends die Leute. Es war wirklich im Fahrstadion noch ein Screen aufgebaut, weil im Stadion einfach nicht mehr genug Platz war mit wirklich 45.000 Leuten. Es war unwahrscheinlich. Diese Atmosphäre war nie wieder, haben wir so etwas erlebt. Und das war für mich auch persönlich das totale Highlight. Dieses Jahr hast du ja 3 Kandidaten. Erzähl uns doch mal, was so das Besondere an jedem Einzelnen ist. Ja, fangen wir an mit Weigold, Weltranglistenerste. Die ist unglaublich zuverlässig. Ein Pferd, was, ja, Satchi will natürlich mitten dabei sein, was unwahrscheinlich
fokussiert, leistungsorientiert ist. Die ist wirklich ihre Art sehr unkompliziert und hat bis jetzt jedes Mal, wenn es drauf ankam, alles gegeben. Also ein schon für meine Verhältnisse fast wirklich unkompliziertes Liebespferd. Und dann Emilio, der sich unheimlich weiterentwickelt hat, ganz viel Dynamik hat. Also die Weigold, eine zarte, schwarze Stute sozusagen. Emilio ein etwas kantiger, extrem, ist immer auch muskelter und dynamischer Wallach, der über wirklich ganz viel Schwung und Dynamik verfügt und ein bisschen skeptisch noch ist und vielleicht noch nicht die, natürlich die Erfahrungen ja jünger ist, noch nicht die Erfahrungen abgeklärt hat. Aber Gott sei Dank in Aachen nach einer verkorksten ersten Prüfung dann wirklich die zwei weiteren Prüfungen wieder genau zu seiner Form zurückgefunden hat. Dann Belarus, mein Herzenspferd, mein Traumpferd, weil sie alle die Eigenschaften oder die besten Eigenschaften vereint, die alle anderen einzeln oder zweifach mitbringen, aber die das wirklich als komplettes Pferd mitbringt. Und die jetzt zurück im Sport ist und ich hoffe, dass sie sich weiter so entwickelt und stabilisiert und dann sehen wir weiter. Wenn du jetzt an die diesjährigen Weltreiterspiele denkst, was kommt dir als erstes in den Sinn? Ich freue mich drauf. Ich hoffe nur, dass alle gesund bleiben und dass wir dann aus dem in Anführungsstrichen Vollen schöpfen können und wirklich das Pferd mitnehmen und hoffentlich die richtige Entscheidung treffen. So, Isabel, und damit das auch wirklich alles für den Weg nach Tryon und in Tryon hoffentlich dann auch selber total gut klappt, haben wir einmal dir und deinem Pferd Glücksbringer mitgebracht und wir drücken dir ganz toll die Daumen und unterstützen euch natürlich von zu Hause aus. Das ist toll, vielen, vielen Dank. Auch noch in grün, das gibt ja die Farbe der Hoffnung. Dann wollen wir hoffen, dass sich das alles so erfüllt, was wir uns so erhoffen. Schauen wir mal. Dankeschön.